Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Gerade nochmal Hackschnitzel hier zur Zellstofffabrik gebracht. Die wird, glaube ich, auch noch mit Wasser gefüllt. Gut, da können wir einen Schichtbetrieb, aber Schichtbetrieb brauchen wir nicht. Also wir haben wieder drei Fahrten Klopapier, drei Fahrten Karton und zwei Fahrten auf jeden Fall Papier und haben ja noch fast 280.000 hier drin und der fährt ja auch wieder. Muss nur mal schauen, irgendwo hat was gefehlt, nur ich kann mich jetzt nicht erinnern, was. Wir sind noch auf Feld, mein 64 ist das hier. Sojabohnen. Ich habe aber jetzt einen zweiten Drescher losgeschickt. Vielleicht ist der ja schon da. Da ist das Schneidwerk. Nein, ist noch nicht da. Fährst zum Waschplatz. Erstmal zum Hof wieder zurück. Abfahrer 1, Abfahrer 2. Ja, da ist auch noch nicht viel rumgekommen. Hier muss ich gucken, dass ich die restliche Gülle noch hier reinbekomme. Da ist die Düngerproduktion. Ah, noch 2700. Hier hatte ich Äpfel schon mal zur Mosterei gebracht. Komme ich hier zwischen. Ich mache mal ein Stück weg. Kommen wir da auch besser dran. Und jetzt bin ich wahrscheinlich schon zu weit. Das sind auch zwei Ladungen. Sag ich ja. Drei waren das jetzt. 15. 18 müssten jetzt genau die sein, die wir brauchen. Ach, sogar zwei zu viel. Okay. Aber wir kommen ja wieder hin. Stellen wir hier mal auf Kirsche ein. Glaube ich besser. Fahren wir selber mal darüber. Holen uns schon mal die Seite. Äpfel hatte ich schon mal hingebracht. Die müssten aber auch noch laufen. Also so schnell geht das hier auch nicht. Ja, da stehen noch. Z. Dann fahr du mal wieder zurück. Hier wird schon wieder fleißig produziert. Kommst du da vorbei? Ja. Karotten waren hier. Pflaumen waren auch noch komischerweise. Pflaumen hatte ich wohl mal mehr angeliefert. Ah, da. Und Karotten ist auf jeden Fall noch jede Menge. Hier muss Papier hin. Okay. Jetzt nur noch 2000. Schweinefutter gehen aber 800.000 rein. Also da haben wir noch Platz. Ein paar Sachen können wir auch wieder abholen. Apfelsaft. Karotten und Tomaten sind noch nicht genug. So,
Du kannst erstmal da bleiben. Frage, ist der Drescher schon da? Der tankt ab oder will abtanken. Aber ich meine, ich hätte ihn doch zu 64 geschickt. Wo ist er denn? Ist bestimmt... Ah, hier oben. Warum fährst du nicht weiter? Ist da irgendwas? Nö. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Vielleicht war das wegen der Aufschüttung da, die wir ja mal machen mussten, damit die da laufen. Vielleicht passt das bei dem nicht. Dann kannst du nämlich hier, wenn du sauber bist, nämlich hier zum Hauptlagerausgang. Falls wir von da was benötigen, kannst du das ja dann fahren. Müssten vielleicht auch nochmal irgendwie einen Parkplatz richten, wo die, wo der LKW nicht steht, als nicht im Weg steht, wenn da hier mal Ausgang. Weil so steht er im Ausgang. Wenn wir dann Mais für die Schweinezucht brauchen, dann steht er halt im Weg. Oder Getreide für den Hühnerstall. Ich glaube, es noch keiner von den Abfahrern ist mal weggefahren. Also da kommt wenig bei rum. Können wir hier mal laden? Genau. Unseren Zerhacker hier. Da können wir vielleicht nochmal zurückkommen. Weil wir haben ja auch noch am Sägewerk die Palettenproduktion, wo wir, und die Schreinerei oder Tischlerei. So, kommen wir so weit zurück. Wir sind nochmal 46.000 für die Zellstofffabrik, also die kann arbeiten. Wären wir ja hier nochmal fast voll. Ja, wo drehst du jetzt? Über das Sägewerk oder über die Pelletsfabrik? Nee. Sägewerk. Ja, stehen quasi nur rum. Ja, noch nichts los geworden. Sind auch zwei Ladungen, die wir hier wegholen können. Pflaumen ist vielleicht nicht ganz so viel, weil wir ja... Ups! Vorsicht! PKW... Fangen wir den wieder rüber. Zur Musterei.
Und sobald wir eine Ladung zum Zentrallager bringen von den Früchten, können wir entweder von da aus oder wir holen uns gleich eine Ladung von der Zellstofffabrik. Gucken. Teil 3. Dann sind wir auf der Seite. Und wieder zurück. Ah, das ist zu schräg. Er sucht sich dann Punkt, was nicht vereinbar ist. So, gibt mal ruhig geradeaus. So, da ist er nämlich. Da holen wir uns das Schneidwerk mal hier weg und fangen mal 63 an, umso schneller können wir ja auch dann spulen. Ja, einer von denen wird jetzt hoffentlich voll werden. Und dann kommen wir, schicken die alle erst zum Hof. Von da aus können wir dann Sonnenblumen dann zum Ölmühle bringen. Kommt eh nicht viel rum, also so, dann schauen wir hier mal, wie das bei den Pflaumen hier aussieht. Oh, da haben wir auch zwei Lieferungen. Kommen wir nur nicht rein. Dann gehen wir über den Obstfarm. Habe ich die Obstfarm übergangen? Ja. Pflaumenplantage. Ach, da steht was im Weg. Ich glaube, ja. Ups. Habe ich die da drauf gestellt? Komm, machen wir die mal hier hinten. Da stört sie am wenigsten. Die Pappelsetzmaschine. Da kriegen wir da bestimmt noch eine Palette raus. War ziemlich weit unten. Hier sind sie. Pflaumen. Nochmal eine. Dann waren es 16. Wasser ist auch schon wieder sehr viel verbraucht worden. Also halb voll nur noch das Röhrchen. So.
Da sind alle weg. Die eine auch noch, bitte. Dann kommen wir hier gerade rüber. Zur Mosterei, die auch wieder voll Betrieb hat. Also die Mosterei, das Sägewerk, das sind so die Sachen, die rund um die Uhr laufen. Die Pelletsfabrik vielleicht noch, wenn wir da mal nicht vergessen, Paletten oder so anzuliefern. Aber Stroh ist ja da auch jetzt erstmal genügend drin. So. Und wieder zurück. Wobei hier die Textilgeschichte ja noch gar nicht so am Laufen ist. Wahrscheinlich erst nur, wenn man wirklich mal Baumwolle macht. Weil durch die Schafe allein wird man da die Geschichte nicht am Laufen, gerade mit Seasons. Ist die Wolleausbeute ja sehr gering. Na, war da noch was im Weg? So, starten wir von hier aus. Kurs 2 Vorgewende, wie gehabt. Scharf. 13,5. Abfahrer einstellen. Dann speichern wir den auch gleich ab. Falsch geht rum. Feld 36. Drescher 13,5 Meter. Jetzt brauche ich ja noch einen Abfahrer. Aber ein Abfahrer hier ist noch nicht frei, ne? Jetzt hat er sich den Hintern geholt. Jetzt macht er beide voll. Ist er 60% gefüllt und der andere auch, richtig? Ja. Sag ich doch. Dann fahr du jetzt erstmal zum Hof. Will er nicht? Startet CP-Farm Zielpunkt. Habe ich doch gar nicht eingestellt. Warum schreibt er mir das? Vielleicht weil er auf dem Feld stand. Dann wird das der Abfahrer für... Ah, kommt. Sehr wenig dazu. Lassen wir hier mal 14 Paletten raus. Wie viel können wir denn? 14, genau. Na, passt doch. Dann gehen die Birnen zum Zentrallager und dann holen wir Papier für die Mosterei. So,
Noch einmal zurück, dass wir da vorbeikommen und dann geht's ab zum Zentrallager. Obst, Gemüse. Eingang. Hier wird Wasser aufgefüllt. Gut, dann kannst du nämlich die Obstfarm, wenn du da fertig bist, weiterfüllen. Aber da können wir auch noch mal gucken, die Zuckerfabrik, ob die noch was braucht. Der macht das aber ganz gut, hoffe ich. Und er hat nur noch einen Abfahrer und dann sollte das auch reichen. Du bist leer. Dann kannst du gleich zurück. Da waren ja irgendwie über 40.000 noch drin. Und dann machen wir mit einer Produktion am Sägewerk die Kiste auch noch voll. Ja, die Ecke ist da ganz bescheuert. Also, wie der Feld da hochkommt. Wenn wir mal mit dem Gruber nochmal unterwegs sind, das werden wir hier ja auf jeden Fall sein, können wir die Ecke da nochmal sauber machen. Aber das, wenn wir dran denken, natürlich. Und er holt hier kaum was runter. Zwar nur das schmale Schneidwerk. Ich finde, das Breite ist zu breit. Also wenn dann noch so ein Zwischenstück gebe, sag ich mal. Ich habe ja das Breite auch, aber das ist. Nee, die habe ich gar nicht. Was ist das denn für ein Schneidwerk, was ich benutze? Ein klappbares. Da zeigt er mir 0 an. Das habe ich. Und das habe ich. 8 Meter ist es. Das habe ich ja auch, aber das ist 12 Meter. Oh. Könnte man das noch nehmen, quasi. Und quasi Deutz, Glas, grün machen. Dann hätte man noch einen Meter mehr, das gucke ich mal. Scheint ja auch an allen Dreschern dran zu packen, passen. Aber trotzdem, hier war ja gedüngt, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist hier Unkraut drauf. Ist einmal gedüngt. Ja. Wäre noch Kalk, hätte jetzt auch noch sein müssen. So, du bist fertig, dann gehst du nämlich zu Feld 63 rüber. Der Drescher schreit ja noch nicht. Das ist auch gut. Fährst los. Gut. Obst, Gemüse. Hier kommen die Birnen. Kommen wir gleich wieder zurück.
Was haben wir hier denn an Obst drin? Ja, jetzt schicke ich den schon zurück. Aber gut. Kommen wir bei einer der nächsten Lieferungen eine Ladung. Oh, haben wir schon fast die nächsten könnten wir eigentlich gut verkaufen. Jetzt sind wir fast bei 49% werden wir sein. Ist gut gefüllt, die Regale. Auch gleichmäßig. Karottensack haben wir noch gar nicht. Hier Zwiebeln und Kartoffeln haben wir sehr viel. Also eine Dürre kann kommen. Wir haben genug eingelagert. So, du bist aber... Ach, 75%. Du siehst aber sehr voll aus. Und der hat gerade mal 30% drin. Naja. Oh, du fährst hier rum. Okay. Er kommt also von unten. Ich habe gedacht, er fährt beim Malz. Bei der Malzfabrik über die Brücke, aber nee. Bei Feld 57 fährt er. Ja, das ist ganz gut, dass er hier ein bisschen Luft holt, sag ich mal. Nicht mit voller Karacho darüber fährt. Und er ist fast einmal rumgekommen. Könnte jetzt mit dem Abfahrer Probleme geben. Na, komm. Noch ein Prozent. Ah, ne. So, jetzt sollte er auf der Brücke da auftauchen. Wo ist er denn? Sehen wir ihn jetzt von hier aus? Nee. Ah. War kurz vor der Brücke. Der LKW ist schon wieder bei der Kirschwamm eingetroffen. Da können wir den hier mal eben rausnehmen und selber abtanken. Oder wenigstens ihn hier ranfahren. Hier müssen wir, glaube ich, auch noch einen Kurs einfahren. Genau. Haben wir noch keinen Feldkurs. Ein- und Ausfahrten werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der
Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.